Aber ja, kennt jemand von euch das Borderliner-Symptom oder die was einen Borderliner auszeichnet? Also diese innere Zerrissenheit. Man kann es auf den. Es gibt ein Buch, was sich eben mit dem System eines Borderliners auseinandersetzt oder den Symptomen von Borderlinern. Das nennt sich Ich hasse dich, ich liebe dich. Also ein Borderliner schwankt immer zwischen diesen beiden Extremen. Und jetzt haben wir ja gerade die Debatte über die freie Meinung seit ein paar Tagen, dass man alles dran setzen muss, damit man ja auch alles zeichnen darf. Und ich habe mir jetzt so gedacht, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft leben, die an diesem Borderliner-Symptom leidet. Das heißt, man ist immer gezwungen, ja, und das Perfide an einem Borderliner ist, oder das Verheerende ist, wenn du quasi als Mensch bist, ein Mensch bist, der in der Mitte ruht, der und in so eine Beziehung geht, bist du dann der auch einen Therapeuten braucht, wenn du da rauskommst. Und das Problem an unserer Gesellschaft ist, wo wir halt immer zwischen den Extremen zerrieben werden, dass ein Mensch, der quasi in sich ruht, der eine Mitte hat, dem lässt man gar nicht mehr die Möglichkeit, so zu bleiben, sondern man muss sich für ein Extrem entscheiden. Und das ist mir halt jetzt bei dieser Debatte über die freie Meinung klar geworden. Ja, es setzen sich Leute dafür ein, dass man Mohammed zeichnen darf als deren Schweinekopf pickt, weil das wurde veröffentlicht in der Zeitschrift Charlie Hebdo. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass die einfach umgebracht wurden. Aber ich weiß auch nicht, ob die freie Meinung aus so einer Zeichnung rechtfertigt. Und aber zugleich wird, ich will ihn jetzt nicht, ich bin sehr kritisch gegenüber dem Strache, aber wenn der dann auf Facebook eine Karikatur veröffentlicht, die einen dicken Banker zeigt, wie er das Volk ausplündert, dann macht man den einen riesen Sturm, weil man im Antisemitismus untersteht. Und das ist das, was ich an unserer Gesellschaft so arg finde, dass wir eben zwischen den Extremen zerrieben werden und eine klare Haltung aus der Mitte heraus von keiner Seite mehr geduldet wird. Amen, meine Gedanken.